Die Kohleschipper von Germania Fulda stiegen am Freitagabend in die Relegation um den Aufstieg in die Kreisoberliga ein, und zwar gegen den TSV Weyers. Vor einem Jahr scheiterten die Germanen in der Relegation, das sollte nicht wieder passieren, und verlieren war heute schlicht verboten. Weyers vor wenigen Tagen mit einem Unentschieden könnte heute mit einem Sieg einen großen Schritt Richtung KHL machen. Und mit dem Zeug, was kein Verbrechen sein soll, ja, damit geht's rein in die Partie. Die Germanen in Schwarz-Weiß hier noch etwas im Nebel. Nach 2 Minuten hier durch Provina. Aber der noch etwas überhastet. Und kurz danach war es Kara Davut. Noch nix, aber es ließ sich gut an. Weyers nach 12 Minuten hier mit einem Eckball. Leon Koch. Wumm! 0 zu 1. Der TSV Weyers geht hier in Führung. Und die gut 1000 Zuschauer durften hier den ersten Volley-Schuss bewundern. Unhaltbar. Die Gäste nun in Front. 10 Minuten später ist wieder Leon Koch hier einen kleinen Tick zu spät. Ja, und dann gehen wir auch schon in die 30. Spielminute. Germania jetzt mal mit einem Kopfball. Oh, ein bisschen überrascht der Kollege Mondo. Gar nicht so ungefährlich. Und auf die Gegenseite drohte wieder Gefahr. Weyers mit einem Freistoß, aber die Gefahr eher für die benachbarte Volkshochschule. Das geht sicherlich besser. Schauen wir einfach mal in die Spielminute 36. Hier wird der Ball vertändelt. Weyers im Angriff. Andreas Bickert, was macht er? Bogenlampe, Tor! 0 zu 2. Und was für eine komische Flugbahn. Wir schauen es uns an. Der Torwart kann nur hinterher schauen. Und der kleine Fanclub hinter dem Tor, die durften jubeln. Und das war schon etwas überraschend. Aber Weyers gnadenlos effektiv. Und fast im Gegenzug, Kara Davut kommt hier an den Ball. Und auf einmal frei vom Tor. Knapp drüber. Ja, und jetzt hat man 2 schöne Tore gesehen. Ja, warum nicht noch eins? Kusturic. Der Anschluss. 4 Minuten vor der Pause. Als neutraler Zuschauer machte das so richtig Spaß. Und nur 1 Minute später wieder Weyers. Koch ein Tick zu klein. Gehen wir in die Pause. Auf, Jungs, Ferienfahrt! Heute auswärts. Projekt Petra sucht Teamplayer. Du bist einer, dann melde dich. Und da geht es direkt mit dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit los. Germania jetzt im Vorwärtsdrang, ein langer Ball. Handspiel im Strafraum, aber genau zu einem Spieler von Germania, zu Kapitän Jan Hoffmann. 2 zu 2, gut Vorteil laufen lassen von Niklas Höfer. Germania nun am Drücker. Hier sehen wir es, die probierten immer mehr, die zeigten Mut. Trainer Karamatic konnte diesmal seiner Mannschaft kaum was vorwerfen, höchstens die fehlende Effektivität. Wie zum Beispiel hier nach einer guten Stunde. Kara Davut legt sich den Ball einen Tick zu weit vor. Aber die Hausherren gut dabei. Bis zur Spielminute 63 und der Szene des Tages. Kapitän Hoffmann will klären. Schießt Tink an. Was für eine Bogenlampe. Was für ein, hört auf, Gurkentor. Der verdutzte Abdallah, der wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Ein Klärungsversuch landet beim Gegner und der entwickelt sich zum 2 zu 3. Wieder mal ein Kacktor. Und abermals beinahe die Heimelf mit dem direkten Gegenzug. Die direkte Antwort. Was für ein knappes Ding. Hüseyin Haksiu. Wir springen in Spielminute 84. Trifft nicht richtig Kara Davut. Jetzt wurde es dann aber auch langsam schon verzweifelt. Mondo, 1 Minute vor Schluss. Trosbach, der hält's fest. Und jetzt gab es natürlich dann Gelegenheiten zum Kontern. Wir sind schon in Nachspielzeit. Torwart weit draußen, aber es wird nochmal geklärt.
Also doch noch die letzte Chance für die Germanen. Ein langer Ball und vorbei. Schiedsrichterhöfer pfeift ab. 3:2 gewinnt Weyers bei den Germanen. Bringt denen die erste Niederlage 2024 bei. Kein einziges Ligaspiel haben die Germanen verloren. Und damit ist der Traum für die Kohleschipper aus Fulda ausgeträumt. Und damit fällt die Entscheidung am Sonntag, wenn Schmallenau-Hettenhausen gegen die Germanen spielt. Auch das gibt's im Video, wie auch die Stimmen zu dieser Partie.